Brüder und Schwestern, das Evangelium, das wir gehört haben, ist einer der bekanntesten Texte aus dem Neuen Testament. Ich bete oder versuche ihn jeden Tag zu beten. Das ist das Gebet auch in der Vesper, eine der Hymnen, die gebetet werden, jeden Tag. Also ich kenne das ziemlich auswendig. Und dieser Text ist aus vielen Gründen wichtig. Aber mir scheint es, also mir ist heute etwas aufgefallen, als ich das gelesen habe, was ich früher nicht so mit der Deutlichkeit sehen konnte. Man muss sich die Situation vorstellen. Maria ist ein junges Mädchen, wahrscheinlich so 12, 13, viel älter war sie sicher nicht. Wie der Engel zu ihr kommt und ihr die große Botschaft verkündet. Und so 12, 13-jährige Mädchen sind manchmal naiv, und vielleicht war auch ein bisschen Naivität in der Antwort Mariens. Da kommt ein Engel zu ihr, sagt ihr, du wirst schwanger und so. Ja, sicher. Vielleicht hat sie auch etwas geahnt. Und als sie dann schwanger wurde, begann die große Geschichte mit ihr. Und für mich ist es erstaunlich, dass Maria ein paar Monate, nachdem sie schwanger geworden ist, nachdem der Engel ihr das Ganze verkündet hat, zu Elisabeth geht. Und in dieser Begegnung spricht sie diese Worte, das Magnificat, meine Seele preist die Größe des Herrn und so weiter und so fort. Und sie sagt etwas, was für ein 12- oder 13-jähriges Mädchen erstaunlich ist. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das kratzt ziemlich an Hochmut. Kannst du sowas von dir behaupten? Dass dich alle Geschlechter, also alle Nationen, bis in die Ewigkeit preisen werden? Und Maria ist sich da ziemlich sicher, was sie sagt. Sie mag jung sein, dumm war sie aber nicht. Sie wusste ganz genau, was sie spricht. Was ist mit ihr geschehen, dass sie in so einem jungen Alter so etwas behaupten kann? Dass das, was mit ihr geschieht, das, was Gott mit ihr macht, etwas ist, wofür sie alle Geschlechter bis in die Ewigkeit preisen werden. Und sie sagt es einfach so. Das sind für sie Tatsachen. Ist etwas Kindliches dabei, aber ich glaube, das, was sie hier sagt, ist ziemlich erwachsen. Weil sie verstanden hat und erlebt hat, dass Gott sie ganz besonders liebt. Und mit aller Ehrfurcht vor der Mutter Gottes, sie ist nicht anders als du oder ich. Wirklich nicht. Sie wurde vor der Erbsünde bewahrt, das stimmt alles. Sie wurde in den Himmel aufgenommen mit Leib und Seele, stimmt alles. Aber anders als du und ich war sie nicht. Und sie ist ein Zeichen, ein sicheres Zeichen für uns dafür, was Gott mit seinem Volk vorhat. Und genau dasselbe, was er mit Maria getan hat, will Gott mit dir machen. Genau dasselbe. Damit dich auch alle Geschlechter preisen, selig preisen. Und es geht um eine ganz einfache Tatsache, dass wir durch das Hören des Wortes Gottes, das, was wir jetzt gerade tun, also nicht das, was ich sage, sondern das, was gelesen wurde, weil das, was ich erzähle, ist nur meine Meinung, nicht das Wort Gottes, aber durch das Hören auf das Wort Gottes, wir von diesem Wort schwanger werden, es in uns Fleisch annimmt,
vielleicht in Wehen geboren wird und Frucht trägt in dieser Welt. Wir sind dazu berufen, auch Gott in diese Welt zu setzen. Also Gott braucht uns nicht, damit es auch klar ist. Also er braucht uns nicht, damit er in diese Welt wirken kann. Aber er liebt es, so zu tun, als ob er uns brauchen würde. Und er macht es liebend gerne, weil er weiß, was für eine tolle Sache das für dich sein kann. Wenn du wirklich schwanger vom Wort Gottes, dieses Wort in Fleisch bekleidest, mit deinem Leben, mit dem, was du tust, wie du lebst, und diese Welt veränderst, wie sie Maria auch verändert hat. Sie musste nicht Ja sagen, hat es aber getan. Du musst auch nicht Ja sagen, kannst es aber. Ich möchte euch dazu wirklich einladen und ermutigen, das Wort Gottes zu einem Kompass in deinem Leben zu machen. Nimm mal die Bibel in die Hand, nicht nur am Sonntag, wenn du es hörst, vielleicht machst du das eh, super. Aber versuch, dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und wenn du etwas nicht verstehst, nicht so tragisch. All die Kommentare, die geschrieben wurden, in den mehr als 2000 Jahren, also 3000 Jahre fast Kommentierung der Bibel schon hinter uns, die erklären auch nicht alles. Und wir werden es nie ganz verstehen. Darum geht's nicht, sondern darum, sich vom Wort Gottes befruchten zu lassen. Ein guter Einstieg sind die Psalmen. Das ist auch etwas, was Maria sicher gut gekannt hat. Das Psalmengebet. Mit den Psalmen zu beten, sie zu lesen, in diese Welt Gottes hineinzutauchen, damit es dich verändert und Frucht trägt. Für dich, für dein Leben und für die Welt. Stell dir vor, jeder Christ wäre so offen auf das Wort Gottes, wie Maria war. Wie würde diese Welt ausschauen? Und noch einmal gesagt, sie durfte Nein sagen, also dass sie ohne Erbsünde geboren wurde, das hat ihr den freien Willen nicht weggenommen. Aber sie hat das Vertrauen in sich gehabt, dass da einer ist, von dem dieser Engel verkündet, der es besser weiß als sie, der ihr Vater ist, der ihr etwas schenken wird, was unglaublich schön ist. Und das ist auch die Verheißung, die an jeden ergeht, der das Wort Gottes hört, auch an dich. So versuche, mit diesem Wort zu leben, es zu deinem Leben zu machen, es Fleisch annehmen lassen, damit es nicht nur ein Skelett ist, auf dem ein paar Fetzen hängen, sondern etwas Festes, etwas Starkes, damit dein Leben so wird wie das Leben Jesu, voller Hingabe, voller Liebe und voller Demut. Und Maria ist ein Zeichen dafür, dass es möglich ist.